glaube, wenn man sich beim Bewerbungsgespräch nicht verstellt, authentisch ist und dementsprechend grundsätzliche gute Kommunikationsbasis an den Tag legt und man den Job will, dass man da den Job auch dementsprechend kriegt. Die Firma Heinzl, so ist man halt vorgekommen, hat die Karten auch offen auf den Tisch gelegt und man hat dann abgeglichen, wo man zusammenpasst und ob man zusammenpasst. Und das hat offensichtlich dann in meinem Fall ganz gut funktioniert. Ich glaube, dass ich dadurch überzeugt habe, dass ich sehr gut ins Team passe. Und ich habe auch schon 4 Jahre SAP-Erfahrung und das ist natürlich von Vorteil dann. Im Vertrieb ist generell eine gesunde Kommunikation wichtig, dass einem der Umgang mit Menschen relativ leicht von der Hand geht. Ich habe Mechatronik studiert an der JKU, ist sicher eine Ausbildung, die bei der Firma Heinzl hohes Ansehen genießt, sage ich mal, und wo immer wieder Leute gesucht werden. Wenn man sich für einen Vertrieb bei der Firma Heinzl interessiert, dann ist Berufserfahrung sicher von Vorteil und SAP-Kenntnisse sind auch nicht schlecht. Aber durch Schulungen bei uns, die angeboten werden, kann man das dann erlernen auch.